Es lässt sich sehr einfach bemessen an einer Kennzahl der sogenannten Verdoppelungsrate, also in welcher Zeit verdoppeln sich die Infektionen. Bis zu dem Tag der Schulschließungen waren wir in Bayern bei ungefähr 2,5 Tagen der Entwicklung. Bis zu den Ausgangsbeschränkungen waren es dann schon 3,8 Tage in der Verdoppelung und jetzt sind es bereits über 6 Tage, in denen sich verdoppelt. Das reicht noch nicht, aber der Trend ist erkennbar. Das heißt, es gibt keinen Grund zur Entwarnung. Wir müssen jetzt konsequent die getroffenen Maßnahmen weiter umsetzen. Durchhalten lohnt sich aber. Durchhalten lohnt sich. In den nächsten 4 Wochen aber werden wir zunächst 3000 Haushalte nach einem wissenschaftlichen System randomisiert, also stichprobenartig in München auswählen. Und wenn die Haushaltsmitglieder bereit sind, bitten wir sie um 3 Milliliter Blut, also einen Teelöffel ungefähr. In der Folge werden wir dann in etwa 3-wöchigen Abständen erneut Besuche und Blutabnahmen machen und dazu werden wir wichtige medizinische Informationen mittels elektronischem Fragebogen, also per datengeschützter Web-App von den Probanden sammeln. Aber wir müssen auch nicht nur diese Zeit gewinnen, um jetzt die Versorgung sicherzustellen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Systeme nicht überfordert werden, wo sie einfach nicht mehr reagieren können. Ja, wir sehen das in Italien, wenn die Zahl der Intensivbetten nicht mehr ausreichen kann, dann hat man ein Problem. Und dann sterben nicht nur Menschen an der Covid-Erkrankung, an der neuen Infektion, sondern, und das macht uns allen große Sorgen, auch an vielen anderen Erkrankungen, sei es der Herzinfarkt, der Schlaganfall oder die Tumorerkrankung, die es ja weiterhin gibt, die wir auch weiterhin versorgen müssen.